Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, eine Weile ist's her, dass ich die letzten Folgen aufgenommen habe. Ich habe aber leider über die Feiertage keine Zeit mehr gehabt. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen sporadisch aufnehmen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den Chat jetzt hier... Nee, den konnte man, glaube ich, nicht kleiner machen. Ne? Das nervt nämlich immer so, dass es hier so riesig drin ist. Ich muss mich erstmal wieder an Steuerung gewöhnen. Ja, ich muss mich beim Kriegshäuptling melden, aber ich weiß, was ihr bis dahin tun könnt. Achso, das war noch, um die Quest zu beenden, okay? Ja, ich muss meinen Missionsbericht über die Insel des Verbannten unverzüglich an den Kriegshäuptling weitergeben. Kork Blubber Plopp wird euch in der Zwischenzeit die Stadt zeigen. Orgrimmar hat viel zu bieten, also erkundet alles in Ruhe. Ich werde nach euch rufen lassen, sobald ich dem Kriegshäuptling berichtet habe. Okay, nehmen wir das mal an. Ich muss dem Kriegshäuptling berichten. Korb wird euch derweil die Stadt zeigen. So, jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich hoffe, dass ihr überhaupt den Ton richtig hören könnt, weil das kann man natürlich jetzt nicht wiederholen. Weil ich eigentlich auf Kopfhörer alles eingestellt habe, so wie sonst auch immer, aber jetzt gerade überhaupt nichts höre und sich das anhört, als ob das aus dem... Achso, das ist doch in der Richtung. Als ob das aus den Lautsprechern kommt. Und da weiß ich jetzt nicht genau, ob der das aufnimmt. Ich hoffe aber doch. Lange nicht gesehen, oder? Achso, ich muss nur abschließen. Orgrimmar ist eine große Stadt, viel zu groß, um alles zu Fuß zu erledigen. Kriegsherrin Grimmarx hat dafür gesorgt, dass ihr ein Reittier haltet, um besser herumzukommen. Sie hat gesagt, ihr sollt mit Rohaka bei den Ställen sprechen. Aber mir fällt der Weg dorthin gerade nicht ein. Keine Sorge, wir müssen nur eine Wache nach der Wegbeschreibung fragen. Wenn ihr den Weg nicht kennt, werden euch die Stadtwachen helfen. Erkundigen wir uns doch bei einer Wache in der Nähe, wie wir zum Stallmeister kommen, damit wir endlich losziehen können. Okay, das wäre übrigens noch die nächste Sache, die habe ich total vergessen. Ach so, ja, und was ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht gezeigt habe oder gesagt habe, ich habe hier so einen kleinen, naja, süßen Begleiter will ich jetzt nicht direkt sagen, aber so einen kleinen Begleiter, der jetzt immer bei mir dabei ist. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, wo ist denn der Typ? Ach so, da ist er hingelaufen. So, nu. Grunzerin. Kopfgeldjägerin? Wo sind denn die Wachen? Die Grunzerin ist doch keine Wache, oder? Kopfgeldjäger? Fragt eine Wache, wie er zum Stallmeister kommt. Ja. Es wäre schön zu wissen, wer eine Wache ist. Ich quatsch mal mit dir. Stallmeister. Okay, also das soll anscheinend eine Wache sein. Also Grunzerinnen sind anscheinend Wachen. Okay. Sprecht mit... Okay, warum haben die keine Ausrufezeichen oder so mehr auf dem Kopf? Das irritiert mich gerade voll. Fühlt sich gut an, wieder in Orgrimmar zu sein. Gehen wir zu den Stellen. Okay, ich weiß zwar immer noch nicht, wo die sind. Ja, bleib nah an mir dran, du bewegst dich ja nicht. Deswegen... Oh, was ist das denn für ein scheiß Ding hier? Ach so, da hinten. Naja. Ich kenne charmante Orte, aber okay. War das jetzt ein Spieler oder war das jetzt, weil der lief so durch mich durch? So, wie kommen wir denn jetzt dahin? Jetzt steht hier irgendwie gar nichts mehr. Laut dem Ding müsste ich da eigentlich hoch, aber unten, das zeigt mir an, dass ich auf die andere Seite gehen soll. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt gerade. Jetzt zeigt es mir an, dass ich jetzt doch umdrehen soll. Hä? Hier drauf sieht man das gar nicht, aber hier oben sieht man ja Stallmeister von Orgrimmar. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Orientierung. Was interessiert mich die Orientierung? Ich will zum Stallmeister. Ach, Leute. Moment, ich will auch keinen... Ich will bitte nur den Kampflok von mir aus noch haben. Da passiert dann nicht allzu viel drin. Wo ist der jetzt hingelaufen?
Leute, ich soll zum Stall. Wieso führt er mich jetzt hier? Ach so, das war der Eingang, ne? Kann er sich mal bewegen? Anscheinend ist das hier doch kein Spieler gewesen. Er läuft nämlich jetzt wieder in die andere Richtung. Wo ist der Typ denn jetzt schon wieder hin? Oh. Der steht auch gar nicht hier. Da. Ja, wenn du denn dich endlich mal bewegen würdest, dann wäre das alles irgendwie viel einfacher. Mein Gott. Ich war schon drüben und du? Du hast dir hier noch einen Kaffee gemacht wahrscheinlich vorher. Ja, haben wir eben schon drüber gesprochen. Sag mal was Neues. Haben wir auch schon gehört. Sag doch nicht immer das Gleiche oder bist du ein Bot? Haha. Jetzt lauf, ich will endlich zum Stallmeister. Wo bleibt der denn jetzt? Komm, zack, zack, wir müssen hier rum. Aber wenigstens läuft der. Ich meine, ich habe ja schon andere Dinger gesehen, da trotten die dann so ganz langsam umher. Also, ja, kann man hier gar nicht, ne? Ich laufe ja automatisch. Die trotten dann so ganz langsam umher und man steht dann da und denkt sich, ja, jetzt lauf doch endlich mal. Ist das jetzt hier durch oder? Ich meine, ich hätte das ja jetzt schon gewusst, hätte ich jetzt nicht alles wieder zurücklaufen müssen, weil der Idiot nicht mitgekommen ist. Vor allen Dingen, jetzt hält er doch auch Schritt. Warum hat er das eben nicht geschafft, mit mir Schritt zu halten? Ich verstehe es nicht. Aber wir sind gleich da, glaube ich. Da sind sie wieder, die Grunzer. Also, die möchte gern stattwachen. Da drüber, glaube ich, ne? Kommst du jetzt auch mal mit hier, nicht wieder abtrünnig werden? Wir müssen nach links, komm. Ja, ich weiß das. Kommst du auch mit? Sind das die hier? Ne, Moment. Achso, Hügel. Was bist du denn für ein Viech? Der Tod des Zerstörers. Ach du Schande. Eieiei. Ei, ei. Das war ja ein niedlicher NPC. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Ah, da hinten ist ein großer Pfeil. Ist das das? Ne, das ist links angezeigt. Wieso wird mir hier ein großer roter Pfeil angezeigt? Oh, pff. Hallo? Wieso laufe ich jetzt automatisch? Leute. So. Jetzt habe ich übersehen, wo ist er denn jetzt hin? Ja toll, einmal läuft dieser blöde Char automatisch und schon verliere ich mein Ziel aus den Augen. Jetzt ist das dahinter? Muss ich hier rein? Ich hätte ja gerne so einen Wolf als Begleitertier. Nein, jetzt sagt mir nicht, dass der sich jetzt zurückgesetzt hat, nur weil ich hier am Baggen war und gegen die Wand gelaufen bin. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht euer... Da hinten ist aber ein Stallgehilfe. Vielleicht können wir ja jetzt schon mal mit dem reden. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Willkommen bei den Stellmagierinnen. Ich habe euch erwartet, aber ich darf nur abbrechen. Ich darf nicht. Das ist nicht euer Ernst. Weil die zu doof ist, geradeaus zu laufen und irgendwie automatisch weitergelaufen ist, muss ich jetzt nochmal das ganze Stück zurück. So langsam fange ich an, dieses Spiel zu hassen. Ja, dann laufe ich nochmal die komplette Strecke zurück, die wir die letzten 10 Minuten gelaufen sind und hoffe, dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalten kann, wenn der Typ denn endlich mal an meiner Seite bleibt. Bis gleich. So, mal schauen, ob ich jetzt wieder bugge. Ich halte jetzt mal nicht die rechte Maustaste hier gedrückt. Ja, können wir denn endlich mal weitermachen? Du hast es mir jetzt schon zweimal versaut. So, endlich. Ach, sehr gut. Kriegsherrin Grimmax hat mich damit beauftragt, euch ein Reittier zu besorgen. Aber wir müssen zunächst noch etwas erledigen. Ich habe doch schon ein Reittier. Kriegsherrin Grimmax hat schon gesagt, dass ihr euch heute ein Reittier aus den Stallen holen werdet. Aber bevor ihr gleich in die Schlacht stürmt, braucht ihr erst einmal ein paar Reitstunden. Sprecht mit Kilda, wenn ihr lernen wollt, wie man reitet. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wo der ist.
Da. Kilda, hi. Ich hab ein Reittier. So, den muss ich jetzt auch noch bezahlen, oder was? Ach du Schande. Ihr könnt Bodenreittiere reiten, ihr könnt schnelle Bodenreittiere reiten. Hä? Wieso muss ich jemanden dafür bezahlen, das Reiten zu lernen? Das habe ich noch in keinem MMO gehabt. Man steigt aufs Reittier auf und gut ist. Eieiei, wo habe ich eigentlich das Geld? Ja, so viel haben wir noch. Nee, Moment. Achso, erlernen. Ich habe gerade entfernen gelesen. Das wäre nicht so gut gewesen. So, reicht das jetzt schon? Ja, ne? Wird? Ja. Ich gehe mal wieder zurück. Ich hätte ja gern so einen Wolf, aber ich glaube, den kriege ich nicht einfach so, oder? Roter Falkenschreiter. Das ist nicht der, den ich aus Twitch nach 8 Stunden endlich mal bekommen habe. Nachdem ihr jetzt die Grundlagen erlernt habt, kommt einfach jederzeit wieder, wenn eure Reitkünste verbessern wollt oder ein weiteres Reittier kaufen wollt. Ach, die kann man auch hier kaufen dann? Schneller Wolf? Scheine ich aber nicht kaufen zu können. Okay. Kann man das bei ihr direkt kaufen? Anscheinend auch nicht. Okay. Da Zwingermeister. Ah, wahrscheinlich beim Zwingermeister oder so. Da gucken wir gleich nochmal kurz nach. Was ist mit dir? Ja, ich brauch's. Obwohl, ich brauche das Silber, glaube ich. Damit bezahle ich, oder? Habt ihr euch schon für eine Kampfspezialisierung entschieden? Als Magierin kennt ihr ja schon die verschiedenen Klassen für Abenteuer. Aber habt ihr gewusst, dass es bei jeder Klasse auch noch verschiedene Spezialisierungen gibt? Welche Spezialisierung man wählt, ist eine wichtige Entscheidung. Eure Spezialisierung bestimmt, welcher Platz ihr euch im Kampf in einer Gruppe zufällt. Und auch, welche Waffen und Fähigkeiten ihr einsetzt. Kommt, sprechen wir mal mit Phoenix Blitzbogen über die Spezialisierungen. Okay, aber ich gucke erstmal kurz beim Zwingermeister. Aber ich denke mal, dass der wahrscheinlich die Reittiere verkauft. Meine Reittiere stelle ich nur denjenigen zur Verfügung, die von den Einwohnern Ogrimmas mit Ehrfurcht behandelt werden. Wer ist das? Wenn ihr euch uns beweist, dann lasse ich euch meine mächtigsten Wölfe begutachten. Das wäre natürlich cool. Ach, das ist noch einer? Oder wie? Haustierleine. Brauche ich sowas? Expeditionskapuze. Benutzen. Lehrt euch, wie man dieses Reittier beschwört. Moment, muss ich das hier reinziehen? Wo die anderen Reittiere, also wo das Reittier auch ist? Hier ist mein schnelles Windross. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirken kann. Kann ich das wirken jetzt? Ah, ich kann es jetzt wirken. Ja, cool. Moment, dann gehe ich jetzt mal hier hin. Ich muss mir das mal angucken. Weil so richtig, es sieht so hässlich aus, wie ich gedacht hatte. Weil so richtig konnte ich mir das nämlich noch nicht angucken. Aber cool, dann kann man damit jetzt schon mal reiten. Das ist gut. Upsa. Wo ist denn dieser Phoenix-Falke-Typ da? Phoenix-Falke-Typ. Geile Beschreibung, ne? Ist das das Reittier? Das hört sich so komisch an. Das hört sich irgendwie total seltsam an, keine Ahnung. Ach, der ist mit... Willst du mich veräppeln? Der ist mit so einem komischen Ding hier hinter mir her am Fahren. Das hört sich so seltsam an. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht sein, dass das die Hufe sind oder so. Wo hat der das denn her? So, jetzt sind wir in der Kaserne. Dürfen wir in der Kaserne... Nee, offenbar dürfen wir da keine Reittiere benutzen. Mit wem sollen wir nochmal sprechen? Phoenix Blitzbogen. Phoenix Blitzbogen. Du bist das. So, erzählt mir von den Spezialisierungsmöglichkeiten. Es gibt 3 verfügbare Spezialisierungen für Magier. Arkan, Feuer und Frost. Arkan-Magier manipulieren rohe Arkan-Magie, um ihre Feinde mit überwältigender Magie zu vernichten. Feuer-Magier kanalisieren die pure Essenz der Feuer-Magie, um Feinde mit Flammenstößen anzugreifen. Frost-Magier frieren ihre Feinde ein und überziehen sie mit Frost-Magie.
Arcane hört sich irgendwie am besten an, so auf Anhieb. Ich weiß auch absolut gar nicht, was ich damals gespielt habe. Weil man da, also Feuer, da sind wahrscheinlich jetzt die Feuerwesen resistenter gegen. Frost sind die Frostwesen resistenter gegen. Und Arcane hört sich ja so an, als ob das so eine Allgemeinmagie ist. Aktiviert eine Kampfspezialisierung. Wie mache ich das denn? Achso, betrachtet eure Kampfspezialisierung, was schon die ganze Zeit hier unten am Blinken ist. Also auf jeden Fall alles Schaden. Da haben wir Arcane Geschosse, 64 Mana. Das ist auf jeden Fall das teuerste, was ich mir jetzt schon wieder aussuche hier. 40 Meter Reichweite ist ziemlich gleich. Feuert im Verlauf von 2,5 Sekunden 5 Wellen Arcana Geschosse auf den Gegner ab, die insgesamt 79 Arcanschaden verursachen. 79. Das ist 41 Feuerschaden. Ja, da ist meine Wahl schnell getroffen. Ja. Klingt für mich am besten. Öffnet das Reittiertalent. Das Reittiertalente, genau. Passiv. Erhöht euren kritischen Zauberschaden um 10%. Wenn eure Direktschadenszauber ein Ziel nicht kritisch treffen, wird eure kritische Zaubertrefferchance für 8 Sekunden um 2% erhöht. Immer diese ganzen Zahlen in einen Satz. Bis zu 10%. Wenn euer Zauber kritisch trifft, wird überströmen. Passiv zum Erlernen klicken. Achso, ja, klar. Eisblock. Ihr werdet in einen Eisblock gehüllt, der euch 10 Sekunden lang vor allen Angriffen und jeglichen Schaden schützt. Allerdings könnt ihr während dieser Zeit weder angreifen. Na, das ist natürlich doof. Lasst euch im Verlauf von 3 Sekunden bis zur Unsichtbarkeit verblassen und verringert. Ich bin schon blass genug. Und verringert für jede Sekunde die Bedrohung, während ihr unsichtbar seid. Könnt ihr von Gegnern nicht als Ziel angewählt werden. Hält 20 Sekunden lang an. Wenn ihr Aktionen ausführt, wird der Effekt unterbrochen. Das hört sich alles schwachsinnig an, also nehmen wir natürlich die Mitte mit dem Crit. So, dann Arkanpunkte. Muss ich da einen reinmachen? Wahrscheinlich, ne? Arkanbeschuss. Schleudert mehrere Geschosse aus Arkanenergie auf das gegnerische Ziel, die 36 Arkanschaden verursachen. Pro Arkaner Aufladung wird der Schaden 32% erhöht. Verbraucht alle Arkanen-Aufladungen. Hört sich nicht so gut an, aber der Rest hört sich gut an. Falls ihr Hilfe bei der Auswahl... Ja, das wäre jetzt zu spät. Ich wende das mal an. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber es klang für mich irgendwie jetzt am besten. So. Ich möchte über die Technik Arcana Schwung sprechen. Mithilfe der Technik Arcana Schwung kann ein Magier kinetischen Schwung verwenden, um die Richtung eines Zaubers Blinzeln zu bestimmen, anstelle mit Hilfe der Basistechnik von Blinzeln den Zauber in die Blickrichtung zu wirken. Okay. Technik erlernen habe ich schon. Was ist eure... Achso, wie bereit zur Abgabe? Achso, da oben. Ah. Okay, exzellente Wahl. Dankeschön. Ich habe es total übersehen, ehrlich gesagt. Zu Hause ist, wo man seine Ruhe hat. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Lust auf ein nettes, kleines Ruhepäuschen. Warum genehmigen wir uns nicht im Wüfernschweif ein paar große Gläser Kobo-Cola? Oh, das hört sich so nach etwas sehr Schlechten an. Wenn auch sehr lecker, muss man sagen. Und wenn wir schon da sind, spricht mal mit der Gastwirtin Nufa, um den Wüfernschweiß zu eurem neuen Zuhause zu machen. Solltet ihr in Zukunft mal ohne Flugmeister dastehen, könnt ihr dann mit euren Ruhestein direkt ins Gasthaus zurück. Was für ein Ruhestein? Ruhestein? Muss ich nochmal gucken. Das ist nicht nur schneller als ein Wüfern, sondern spart euch auch ein paar Münzen. Okay. Du kannst mich mal. Du rennst ja schon dreimal vor mir weg. Gut, dass ich dir jetzt nicht mehr folgen muss. Weil das ist doch sehr nervig gewesen. Ich bin da nämlich schon fast am Ziel gewesen. Und auf einmal sprang dann diese gelbe Markierung nochmal um. Dann musste ich nochmal woanders hinlaufen. Das war irgendwie alles ein bisschen blöd verwirrend eben. Da, mit dir soll ich sprechen, ne?
Ja, genau. Wenn wir diese neuen Ländereien zu den unseren machen wollen, müssen wir Orte finden, an denen wir unsere vom Kämpfen geschwächten Körper ausruhen können. Legt eure Axt ans Feuer. Ich kann heute nicht mehr lesen. Und lasst uns Geschichten eurer ruhmreichen Schlachten hören. Das wäre blöd, ja. Wie kann ich euch helfen, Magierin? Sucht ihr nach einer Bleibe? Ja, aber wieso kann ich nicht weiterklicken? Legt es als euren Heimatort fest. Nee, eigentlich für mich. Ah, hier, ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Okay. Ja, denke ich mal. Soll ich ja? So, kann ich jetzt das obere machen? Ja, okay, dann kann ich Quest beenden. Sehr schön. So, öffnet das Zauberbuch. Meisterschaft, keine Ahnung. Erhöht eure Mana-Regenerationsrate und euer maximales Mana um 9,6. Ach so, ist eine passive. Muss ich das dann in der aktiven Leiste haben oder reicht das, wenn ich das in einer anderen Leiste drin habe? Das ist jetzt die Frage. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, weil es ist alles so lange her. Ich kenne mich mit den Zaubern und alles überhaupt gar nicht mehr aus. Und habe da ehrlich gesagt auch nie wirklich Wert drauf gelegt. Arkane Aufladungen erhöhen zusätzlich den Schaden von Arkanschlag um 4,8%. Ach so, den muss ich dann aber vorher aktiv anwenden, denke ich mal, oder? Erhöhen den Schaden von Arkanschlag und Arkanbeschuss, die ich vermutlich beide jetzt noch nicht hier drin habe, ne? Arkane Explosion hätte ich. Intelligenz. Arkaner Strom. Arkaner Strom ist aber nicht. Nee, das ist Schlag und Beschuss. Das sind die hier. Schleudert mehrere Geschosse aus Arkanmagie, die 36 Arkanschaden verursachen. So, jetzt komme ich wieder mit meinem kleinen Wissen. Das ist Frostschaden, den könnte ich mir mal für später, glaube ich, aufbewahren. Überzieht den Gegner mit 33 Feuerschaden. Keine Ahnung. Ach, jetzt kann ich das nicht da reinziehen, oder was? Moment, ich ziehe das jetzt erstmal eben in die Leiste, weil offenbar darf ich das nicht einfach so austauschen. So. Okay. Dann darf ich es hier auch nicht austauschen. Ja, das ist doch wunderbar. Oder muss ich da draufdrücken? Nee. Ungültiges Ziel. Ich will es doch einfach nur wechseln. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das aber besser. Wie kam ich denn jetzt nochmal da rein? Nee, das war das andere. Zauberbuch war das, ne? Warum kann ich dich nicht einfach da reinziehen? Das wäre doch das Einfachste. Doch, jetzt kann ich das. Dann kann ich das alles zur Seite machen. Und das fand ich jetzt nicht so. 36 Arkanscha. Ach so, das war das. Das will ich aber eigentlich gar nicht, weil das kann ich jetzt auch nicht darüber ziehen. Das ist passiv, das erhöht dann noch mal. Oh, alles eins nach rechts. Das ist, mit der Sortierung, das ist wirklich blöd gemacht, muss ich sagen. Verringert 30 Sekunden lang die Fallgeschwindigkeit eines Gruppenmitglieds. Okay. Das habe ich noch gar nicht so gelesen, ehrlich gesagt. Ich mache es jetzt erstmal so. Also, keine Ahnung, wir müssen das sowieso mal ein bisschen im Kampf ausprobieren. Ich habe gar kein Ziel, wollte ich gerade sagen. Und da kommt schon direkt die nächste oder der nächste. Nee, es ist eine Sie. Ich würde aber ehrlich gesagt trotzdem gerne, ich würde mich gerne mal umdrehen und dann wirklich auch so bleiben. Aber die machen das ja immer so. So, kann ich mich so umdrehen? Dankeschön, damit ich auch mal jemanden angucken kann. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen mit Shuya Grimaxt, glaube ich, ist es, wenn ich das richtig sehe, wo das Fragezeichen draufsteht, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, ich mich ein bisschen sammeln kann und ja, wir den Rest dann in der nächsten Folge ansehen. Bis dann. Ciao.